Servus Jan, du bist direkt vom Training hierher gekommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst für das Interview mit uns. Erste Frage natürlich, wie geht's dir und wie war die Einheit gerade? Hallo, sehr gerne. Ja, Einheit war intensiv, waren viele Zweikämpfe dabei, aber vor allem hat das Spaß gemacht und so soll das sein. Und ich glaube, wir bereiten uns gut vor für den wichtigen Samstag. Du bist nach längerer Verletzungszeit wieder zurück, warst jetzt auch zwei von den letzten drei Spielen in der Startelf. Gegen Köln wurdest du zur Pause eingewechselt. Wie ist es für dich? Du hast dich wieder rankämpfen müssen an die Mannschaft und bist jetzt aber wieder voll da. Wie schwer war das und wie glücklich bist du, dass du jetzt wieder auf dem Platz stehst, auch so regelmäßig? Ja, ich bin natürlich sehr, sehr, sehr glücklich, weil die Saison war für mich, wie die war, war sehr schwierige Saison für mich, aber wie gesagt, ich habe mich jetzt zurückgekämpft und ich will natürlich Mannschaft helfen, maximal wie ich kann, und von daher bin ich sehr froh, dass ich jetzt auch die Minuten auf dem Platz bekommen habe und ich versuche einfach mein Bestes zu geben und die Jungs unterstützen. Ja. Das hast du auch am Freitag beim ersten Spiel unter unserem neuen alten Trainer Markus Weinziel getan. Du kennst ihn auch schon von seiner ersten Amtszeit hier in Augsburg. Wie war das für dich, ihn hier wiederzutreffen und ja, wie erlebst du ihn im täglichen Ablauf? Ja, das war natürlich eine sehr positive Nachricht, weil ich ihn kenne und jeder in Augsburg weiß, was er mit uns damals erreicht hat und dass er als Trainer enorme Qualität hat. Und von daher hat mich das sehr gefreut, dass er zurück ist und dass er uns auch helfen kann. Und davon bin ich überzeugt, dass wir das zusammen alle schaffen. Das haben viele schon am Freitag gesehen, wie viel Energie wir auf den Platz reingebracht haben. Und haben wir uns leider nicht mit Punkten belohnt, aber wie gesagt, ich bin positiv und wenn wir so weitermachen, dann machen wir am Samstag den entscheidenden Schritt. Du hast es schon gerade angesprochen, am Freitag hat man schon gemerkt, dass in der Mannschaft die Stimmung sehr motiviert ist. Es gab sehr viele Offensivszenen des FCA. Am Ende gab es leider keine Punkte, aber wie nimmst du trotzdem die Stimmung in der Mannschaft wahr? Ist es auch so, wie es nach draußen rüberkommt, dass da nochmal mehr Feuer drin ist? Auf jeden Fall sehr, sehr positiv, sehr kämpferisch und wir haben auch, glaube ich, dieses typische FC Augsburg-Umschaltspiel gezeigt. Wir haben viele gute Konter gehabt. Wie gesagt, nur nicht die Tore gemacht leider, aber das wird sich am Samstag ändern. Davon gehen wir aus und das hoffen wir natürlich auch. Die aktuelle Phase ist natürlich alles andere als einfach, hast du auch schon gesagt. Du selber bist schon seit 9 Jahren beim FCA, über 9 Jahre, und kennst eigentlich schon alles, was hier beim FCA so in der Bundesliga passiert ist, Höhen und Tiefen. Mit deiner Erfahrung gesprochen, auf was kommt es jetzt an? Wir haben noch 2 Spiele, das ist jetzt ganz wichtig, da fokussiert zu sein. Was sind da die entscheidenden Punkte? Ja, ich glaube, weitere Ruhe bewahren, auf eigene Kraft denken, positiv bleiben und einfach sich nicht verrückt machen. Wir haben das immer noch in eigener Hand und die Situation war zum Beispiel damals gegen Greuther Fürth noch schwieriger, glaube ich, haben wir auch damals geschafft. Und von daher, ich bleibe positiv. Zu Hause Bremen, schönes Spiel und ich gehe davon aus, dass wir das schaffen und dann werden wir sicher drin bleiben. Bist du in deiner Funktion als erfahrener Spieler dann auch in so einer Situation wichtig, dass du mal die Jüngeren vielleicht an die Hand nimmst und nochmal was mitgibst? Zum Beispiel jetzt ein Ruben Vargas oder so, der noch relativ jung ist, aber auch in der Startelf oft steht? Ja, man kann das sicher probieren, aber ich glaube, die jüngere Generation, die haben eigenen Kopf und die kriegen das schon hin, die sind zurzeit sehr selbstbewusst und aber wir würden das sicher machen, die Jüngeren zu pushen. Aber wie gesagt, wir sind
alle an Bord und zusammen kriegen wir das sicher hin. Zusammen muss es dann auch am Samstag gegen Bremen funktionieren. Für die Bremer ist es eine ähnlich schwierige Situation. Die haben auch mächtig Druck. Was wird das für ein Spiel? Was erwartet ihr für einen Gegner? Ja, kämpferisches Spiel mit wahrscheinlich viel Taktik drin, nicht so viele Tore, viele Zweikämpfe und da müssen wir halt da sein, alles zu investieren und zeigen, dass wir zu Hause sind und das werden wir auch machen. Markus Weinzierl hat uns am Rande des Trainings gesagt, dass du so ein Spieler bist, der beides kombiniert, so die intensive Zweikampfführung, aber trotzdem auch ein kreatives Umschalten und eine kreative Spielweise. Ist das dann so ein Spiel, was dir besonders liegt? Ja, doch, ganz sicher. Ich glaube, diese achte Position, was ich jetzt vom Trainer bekommen habe, die passt einfach gut. Ich kann laufen, ich will laufen hin und her und so Mannschaft zu helfen und natürlich mit gutem Passspiel die Jungs vorne gut in Szene setzen und natürlich viele Zweikämpfe und von daher, dass die achte Position passt am besten. Dann zum Abschluss noch dein Tipp für Samstag, den fragen wir immer im Interview unter der Woche. Oh, genau, einen Tipp mache ich nicht, aber ich sage einfach, dass wir gewinnen. Da würden wir uns auf jeden Fall anschließen. Dann danke dir für die Zeit und viel Erfolg für Samstag. Sehr gerne, danke.